herzlich willkommen zu, tja, jetzt hätte ich fast gesagt, Ark Scorched Earth. Ist es aber nicht. Es ist Conan Exiles. wie ihr gerade schon gehört habt, unsere Winnie. Guten Tag. Und die hat hier schon einen kleinen Tennisplatz gemacht, weil wir erwarten eigentlich Besuch von Andrew Agassi und Steffi Graf. Und da haben wir uns gedacht, da brauchen wir hier so ein bisschen Tennisplatz hin und, Gut, ich habe wohl zu viel Twine geraucht, ja? So. Winnie, wollen wir? Ich muss erst gerade in die Kiste schmeißen. Geht ganz schnell. Weg ist die Frau. Wow, ich muss noch was trinken. Und ich glaube, ich habe Fleisch dabei. Das ist richtig gut. Ja. Fiber, Eier habe ich auch weg. Bei. Naja. Hört sich an, als gäbe es hier Geier. Tja. Winnie wühlt in Kisten. Ich brauche noch 2 Stufen auf Stufe 10. Dann können wir uns. Ja. Achso. Alles geben, dann stackt der hoch oder was? Nee, dann stackt er hoch. Doch, doch, das macht er. Alles geben. Dann stackt er das, was da drin ist. Hat er nicht. Na, blöder Sack. So. Genau. Oh, das ist so hübsch. Ich fasse es gar nicht. Ich muss noch eine Kiste machen, so geht das nicht. Ja, musst du. Und ich muss die Gesamtlautstärke des Spiels noch ein bisschen erhöhen. Hast du Essen mitgenommen? 8 Stück, ja. Nee, also dieses komische Chat-Ding da unten, da steht ja auch drinne. Use Control T to show and hide this chat window. Wenn irgendwie wieder der Chat ist und so, aber brauchen wir ja gar nicht. Wir chatten ja sowieso. Wir haben unseren Voice-Chat. Ja. Ne? Also wir haben 2 Richtungen, haben wir jetzt eigentlich schon erkundet, wenn ich richtig informiert bin. Wollen wir weiter am Fluss entlang oder mal die andere Seite erkunden? Können wir mal die andere Seite erkunden. Also sprich, hier über die Inseln und dann da hinten hin. Können wir machen. Ja. Können wir machen. So, ich bin jetzt auch so weit. Ich habe noch eine Foundation. Wo packe ich die jetzt hin, Mensch? Ich könnte die Werkbank eines Rüstungsmachers machen. Aber das machen wir erst, wenn wir zurückkommen, ne? Ja. Weil da brauche ich 200 Haut und all sowas. Das muss jetzt. Nee, 50 heute, 240 Steine und so. Das müssen wir jetzt alles nicht machen. Komm, auf geht's, komm! Ich setze jetzt da hin. Komm mal! Oh, ich bin bei den Zitronenfischlis. Die auch irgendwie so aussehen wie damals die 3D-Sprites bei Doom oder Duke Nukem. So 2D. Oh. Sieht aber lustig aus im Wasser. Naja. Insel. Was? Bitte? Insel oder was? Oder See, wo wir gerade hier vorstehen? Insel oder? Ich verstehe deine Aussage jetzt gar nicht. Ob wir hier gerade auf einer Insel sind. Ja, wir sind auf einer Insel, ja. Ja. So, dann können wir ja rüber. Ja. Ja, und das Schwimmen, das ist also wirklich Hygiene. Oh, oh, oh! Oh, ich habe nicht mein Schwert in der Hand. Warum habe ich denn auch mein Schwert in der Hand? Oh, Hilfe! Haben die was? Nee. Was ist das hier hübsch? Ein Springbock.
Man ist eine Gazelli-Lupe. Ein Springbock. Oh, schon wieder eine Hyäne. So. Oh, und Straußen. Straußen? Guck mal. Oh, schön sieht das aus. Jetzt auch. Schmeckt gut. Ja. Oh. Oh. Hilfe, mir geht's aber ab. Wer grinst mich denn da so blöd an, dachte ich mir gerade. Und da hinten ist irgendwas Fettes, ein Nashorn. Reno, yeah. Das sollten wir aber nicht. Würde mich interessieren, was mit dem, ja, lieber so ein wehrloses Rehkitz, ne? Mit dem Auto umfahren. Wo bist du? Beim Kaktus, beim Nashorn. Ja. Meinst du, der gibt was? Ah. Der was? Ja. Holz und Rinde. Holz. Also, oh, ich gehe dem. Mit dem sollten wir uns nicht anlegen, ja. Ach, warum? Nicht mehr. Sondern ein Reno. Ups. Hi. Oh, Ruckler. Du auch? Ja, da war das bestimmt der Server. Das wäre gespeichert. Das wäre sehr nett vom Server. Nien, ganz schön. Ja. Wie gesagt, wir sind zu zweit und. Klappt doch. Wir hatten gerade, da sind Metallsteine, aber die waren nur so im Schatten. Ach so. Oh, ich bin in die Stufe aufgestiegen. Und hier ist ein Schwebstein. So geht das nicht. Den nehmen wir mal mit. Nee, ich, hab jetzt wieder den Faden verloren, aber ist doch gar nicht schlimm. Krass. Wir müssen uns merken, wo wir langlaufen, ne? Ja, merke ich mir schon. Ich wollte gerade schon sagen, guck mal, da drüben hat jemand eine Basis gebaut gehabt. In einem anderen, woanders. Was ist da hinten? Ein Kohlevorkommen. Aha. Sollten wir, ja, mich einfach mal mit beladen. Cool. Und ich schütze dich mal vor der Hyäne, die da kommt. So. Ja, das dürfte Kohle sein. Ist das Kohle? Das gibt nur Stein. Stein. Ironstone. Auch ein bisschen. Das hier sieht aus wie Obsidian. Bringt aber gar nichts. Oh. Tja. Einfach mit mir anlegen. Auch nur Stein. Ich dachte echt Kohle. Aber nur Stein. Ja. Alles nur Stein. Ich bin nochmal bei diesen schwarzen Steinen gerade, ne? Falls du mich suchst. Okay. Vielleicht kriegen wir auch mit unserer Spitzhacke nichts anderes raus. Das kann sein. Oh, Hyäne hinter dir. So, jetzt nicht mehr. ja, Mama. Mit der Axt probiert? Nö, nee, passiert auch nichts. Auch nur Stein. Hier, das ist cool. Ah. Nö. Doch. Aber auch mit Stein. Cool. Genau, cool. Dann lass doch mal eben mein Inventar aufräumen. Soll ich dir die Steine geben? Und was ist mit Knochen? Ich bin auch dreiviertel voll. Ah, gut. Wie Knochen kannst du erstmal wegtun. Ich weiß auch nicht, wie wir sie brauchen, aber wir haben 2 oder 3 Stacks zu Hause. Ja.
Die sollten reichen. Ich habe 200 Steine, leider nur 58 Kohle. Also da ich gerne Kohle tragen würde, kannst du mir... Ich habe auch 58 Kohle. Schmeiß mal rüber, dann nehme ich die. Dann hauen wir dir gleich das Eisen rein. Da habe ich gerade mal 2 Stück, das bringt es ja noch nicht, die Idee, jetzt reinzuhauen. Ich warte. Ich habe doch abgelegt. Da, hängt es hingekullert, da. Ach, entschuldige. Deswegen. Nee, so. Da war auch noch meine Beutetasche mit bei, mit dem alten Fleisch und so. Okay. Schön, 116 Kohle. Schmeißt das im Umkreis immer alles in eine Beutetasche? Ja, anscheinend ja. Also ich wüsste jetzt, wo es hier Eisen gäbe. Das wüsste ich. Ich habe ein Antilopenherz. Wie geil ist das denn? 2 Antilopenherzen habe ich. Hat es eine Haltbarkeit? Du musst ja draufklicken und dann siehst du das unten links. Nee, hat keine Haltbarkeit. Cool. Keine Info außer Antilopenherz. Okay. Ja, das wird dann bestimmt in irgendeinem... In irgendeinem Altar wird das bestimmt zu gebrauchen sein. Krass. Also ich bin links hinter dir, ne, falls du mich suchst. Da bist du. Spinnchen. Oh ja, Spinni. Pass auf, die spucken. Mhm. Oh, hier ist auch ein großes Lager. Hier wollen wir gar nicht hin. Ne? Auf der anderen Seite, naja gut, da sind Bogenschützen bei. Die sind mies. Aber noch stehen die da und sagen einfach nur, hey. Das sind aber ganz schön viele. Ja, das, deswegen manche das großes Lager. Uns, das sollten wir uns noch nicht trauen. Okay. Nicht. Dann lass uns zu mal viel hier. Übermut tut nicht gut. Hier ist noch Kohle. Ja, und hier. Achso, warte, ja, lass. Ich wollte gerade sagen, lass mich die abbauen. Achso. Kann ich die direkt einstecken. Die Automatisten. Oh! It's not cool. So. Ja, ich weiß, die Automatismen sind ja auch bei mir vorhanden. Hier hoch, genau. Nee, ich wollte nämlich, wie gesagt... Spinnchen von links oben. Ah. Da oben. Ja, dann kann ich endlich Kerzen machen. Echt? Wegen diesem Ichor? Die Automatismen setzen nicht ein. Kohle. Ichor? Ja, ich habe gerade geichort im Inventar von der Spinne. Was ist Ichor? Aha. Hast du das auch? Achso. Jetzt bin ich aber auch langsam beladen. Ja, das brauche ich zum Kerzen herstellen. Ja? Ja. Ichor. Info. Medicine Man and Herbalists tend to pay well for the issues of exotic and dangerous species killed, bla 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 bla. Also, bei gefährlichen und seltenen Spezies kriegt man den Kram. Das ist irgendein Mix von irgendwelchen. Jetzt will ich aber wissen, ob ich noch ein Antilopenherz kriege. Ja, vielleicht weil du Yoke hast, ne? Kann das sein? Ja, ich krieg nur ein Antilopenherz. Wie geil. Wofür man auch immer die braucht. Du, ich bin da ultra beladen. Wo bist denn du? Ich bin direkt hinter dir, oder? Ja, neben, hinter. Da hinten ist noch ein Spinnchen. Ja. Mit, oder? Ja. Und dann müssen wir leider erstmal abladen gehen. Bin ich auch dann voll. Oh, siehst du, dafür ist der super. Boah. Ja, ich würde auch sagen, das nächste Mal. Schon wieder Ichor. Nehmen wir auch ein Schild mit, weil ich denke, das kann man gut blocken. Du, ich muss Steine loswerden oder so. Ich muss hier irgendwas abwerfen. Ja, mach. 100 Steine wären das. Ja, ist so.
Ich bin auch voll. Okay. Ah, da kommt der alte Messi durch, ne? Ja. Schade, hier gibt's keinen Stein. Ich hätte schwören können, dass es hier Stein gibt. Spinne kommt gerade auf mich zu. Ja, auf mich auch. Ich komm nicht dahin. Oh, geschafft, geschafft. Oh, mein Schwert ist kaputt im passenden Moment. Ja, aber wir dürfen ja genügend Kram mit uns tragen, ne? Ja. Ich lass mal dieses komische Rexfleisch. Ich muss auch hier mal Hellsraggen. Ja, wir gehen mal zurück, ne? Wir sind voll, bis oben hin. Ja, ja, stimmt. Ja. Hat ja keinen Sinn. Du weißt, wo es zurückgeht? Wegschmeißen möchte ich halt nicht. Nee, das ist doof. Ich meine, gut, Steine, das ist jetzt so. Schnappi dir. Was denn? Den Hasen. Nein. Ne? Der ist kein ebenbürtiger Gegner für so Konaristen wie uns. Ach, mich irritiert, dass die Zahlen hier nur bis 8 gehen. Ich drücke mal die falsche Taste, wenn ich trinken will. Ja, da habe ich Glück, dass ich das Trinken auch bei Ark auf der 8 habe. Oh, Aloe. Hyäne voraus. Ja, ja. Und Strauß. Oh, ja. Im Haus. Oh, zwei Hyänen voraus. Ach, ich lasse die liegen. Weil drin haben die eh nie was. Oh. Du machst also noch ein bisschen beschäftigt und du hast gar kein Oberteil mehr an. Oh. Kaputt. Kaputt. Oh, ich hab gar nichts mehr an. Ist alles kaputt. Bei mir geht's gerade noch so. Ah. Ich hab gar nicht. Irgendwas ist hier. So ein blöder Vogel. Kannst du mir mal helfen, bitte? Versuche. Ich komme hier nicht weg. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ich stehe noch da, wo ich eben stand. Ich sterbe jetzt gleich, wenn du mir nicht hilfst. Ich hänge hier fest. Ja, du bist eingespannt, deswegen. Ich sterbe. Oh, ja. Okay. Dead. Du musst hier bleiben. Ich bleib hier. Gar kein Ding. Du wurdest getötet durch dich selbst. Ich muss übers Wasser. Ja, eigentlich musst du nur gerade durch übers Wasser. So ein bisschen ganz oben links auf diesem Berg, da ist so. Also, was Schwarzes im Gebäude. Ich hoffe, ich komme durch. Hey. Geh von dem Kadaver von meinem Kollegen hier weg. Ich habe aber noch nie in so ein Kadaver reingeguckt von so einer Spinne. Ne? Ich habe die bisher immer nur zerschnetzelt. Was ist denn da drin? Bitte? Was ist denn da drin? Habe ich noch nie reingeguckt. Das meine ich ja gerade. Mir ist nämlich gerade aufgefallen, dass man da ja auch mal reingucken könnte. So. Du bist ein bisschen angeknabbert von der Hyäne. Wenn du das Nashorn siehst, dann bist du bei uns. Ja, ich sehe das Nashorn. Und dem müssen wir rechts an ihm vorbei. Ja, genau. Du. Yeah. Wo bin ich? Hinter mir. So. Ah, da. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich hier Twine herstelle, damit ich meine Hose reparieren kann. So, jetzt nochmal von vorne. Uiuiuiui. Was brauche ich denn dafür? Plus 18 Pflanzenfasern zum Herstellen. Dann brauche ich zum Reparieren zu werden. Das ist auch sehr seltsam.
Okay. Da ist ein Trink. Ding. Und dann haben wir noch Gosama. So, neuer Versuch. Was haben wir? Gosama. Was ist das? Harvested from the webs of spiders. Aha. Kann halt für irgendetwas Stabiles benutzt werden. Und ich kriege meine Hose nicht repariert. Ich verstehe nicht warum. Warum nicht? Jetzt ist er repariert. Normalerweise kann man die ja im Slot reparieren, oder? Also zumindest. Weiß ich nicht, die waren kaputt und lagen bei mir sowieso im Inventar. Ah. Nö, jetzt ist bei mir auch wieder alles repariert. Okay. Bin wieder ein bisschen leichter. Also wenn noch was Kohle irgendwo zu holen ist, kann ich ihn noch mitnehmen. Ah, mein Schwert. Ist nicht da, wo es sein soll. So geht das nicht. Und diese Kakteen, die geben ja auch ein bisschen was. Ja, wir sind voll. Wir sind nach Hause. Okay. Zu Hause ist genau hier gerade durch. Ich bekomme ja gerade dahin. Ja, ja, das dürfte überhaupt nicht kompliziert sein. Wo bist denn du? Okay. Ich bin bei dir. Wir haben jetzt noch den Geier da. Was ist der drin? Oh, hab ich gar nicht reingeguckt. Wieder mal. Da kommt noch ein Antilopenherz. Hier hat aber auch nichts drin. Also Pflanzenfasern kann man hier auf jeden Fall sammeln unter Wasser. Aber das scheint auch erstmal das Einzige zu sein, was mir bisher aufgefallen ist. Ja, ja, und dann da hinten, ne? Mhm. Okay. Oh, da ist noch ein Kroko. Brauchen wir noch dicke Haut? Oh. Oder sollen wir es sein lassen? Kroko. Da drüben. Nö, lass mal. Okay. Ich bin wirklich ein Fitzel vor komplett roter Füllung. Nö, bei mir ist noch nicht mal rot. Ich das reparieren ist so ein bisschen was. Und du kannst, glaube ich, auch schneller schwimmen. Obwohl das nur optisch, glaube ich, eine Wirkung hat. Nicht... Also rein kosmetischer Art. Oh, verrückt, wir haben schon fast wieder eine Folge rum. Wir haben doch gar nichts gemacht. Wir haben doch nur Kram besorgt. Ja, ich muss jetzt mal kisteln. Kisteln? Ja, ohne Kisten haben wir hier keinen Platz. Ja, haben wir auch nicht. War auch keine Chance. Du, ich schau mal, wie das ist mit der Kohle. Kann man als Brennstoff verwenden. Ja, rutzelt aber auch ganz schön runter. Ja, das ist echt schon krass, wie das runterrutschelt. Ja. Voll der Ofen. Wo hier noch 3 Slots frei sind. Na ja, gut. Das sind also die Dinge, die man erst verstehen muss, bis man da... Hast du Pflanzenfasern? Ja. Wo brauchst du welche? Ich nehme jetzt mal das ganze fertige Essen. Hier das Fleisch reinpacken können. Ja gut, dann kann ich da jetzt auch gleich wieder Fleisch reinpacken. So. Kann ich mich bewegen? Ja.
tue ich jetzt weg. Nee, wo wolltest du denn die Pflanzenfaser haben oder so? Irgendwo, wo ich sie mir rausnehmen kann. Ich tue sie in den Ofen gerade oder so. Ah ja, stimmt. Wir haben ja in keinem Behältnis mehr Platz. Hier liegt eine Beutetasche. Das ist ja doof. Weil das deine ist, ne? Oder? Warum auch immer muss man lange E drücken? Dann kannst du auf Öffnen gehen. Ja, ja. Ach so. Nee, du kannst keine Objekte in diesem Behälter platzieren. Okay. Witzig. Habe ich dir ins Feuer gelegt, bevor wir jetzt noch lange rumschnüseln. Das ist gut. Ich kann mich nämlich nicht bewegen. Und ich nutze jetzt einfach die Gunst der Stunde und der Musik, um uns zu verabschieden. Ihr Lieben, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Gehabt euch wohl. Euer John Defool und eure Vintage Edition. Tschüss. Tschüss.